Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Freitag wieder dabei seid und kurz vorm Wochenende stellt Borussia seinen neuen Boss vor. Stefan Stegemann wird CEO von Borussia. Folgt jetzt die Vertragsverlängerung von Roland Wirkus und Omlin bis auf Weiteres verletzt. Nicolas steht wieder am Tor gegen Eintracht Frankfurt. Und mit den News gehen wir ins Wochenende und da kann man immer ein kostenloses Abo und einen Daumen für Buschis Borussia da lassen und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zur Personalie Stefan Stegemann steht und wie das Spiel gegen Eintracht Frankfurt verlaufen wird. Und jetzt kommt meine Einschätzung natürlich dazu. Ich gehe davon aus, ihr seid heiß wie Frittenfett da drauf. Und ja, also grundsätzlich, Stefan Stegemann wird neuer Geschäftsführer, aber erst am 1. Januar 2025. Der Mann ist kein Unbekannter bei Borussia, sitzt seit Mai 2022 auch im Präsidium. Ja, ist Geschäftsführer von Sonepa. Sonepa kennen auch die Gladbach Insider, ist jahrelanger Sponsor bei Borussia Mönchengladbach. Ich habe privat sogar auch schon mal mit Sonepa zusammengearbeitet. Aus alten OneFootball-Zeiten kenne ich die Firma noch. Grundsätzlich, bevor wir zur Kritik kommen, immer mit was Positivem starten. Der Mann führt ein Milliardenunternehmen, was europäisch tätig ist. Das ist eine absolute Referenz, auch den CEO bei Borussia zu führen. Ich glaube, das vorweggeschickt. Grundsätzlich muss man sagen, Borussia stellt sich dann wie folgt auf: Stefan Stegemann, CEO, Geschäftsführer, wie man es nennen will, bei Borussia. Dann Roland Wirkus verantwortet im Endeffekt den gesamten sportlichen Bereich und Markus Aretz für alle anderen Themen: Kommunikation, Marketing, Social Responsibility, digitale Transformation, alles hin und her ist dann Markus Aretz und das sind dann die drei führenden Leute bei Borussia. Und oben drüber der große Rainer. Und das sind die Leute, die die Geschicke bei Borussia entscheidend leiten. Und ja, grundsätzlich, ihr denkt, werdet euch die Kritik schon denken können, ist das natürlich aus meiner Sicht eine Entscheidung, die absolut vorhersehbar war. Was nichts Schlechtes bedeuten muss, aber mir fehlt seit Jahren die sportliche Vita. Die hat weder Stegemann nicht, also die hat Stegemann nicht, die hat einen Roland Wirkus als Geschäftsführer Sport aus meiner Sicht nicht, wo er sagt, er hat ein internationales Netzwerk, der zaubert uns 3, 4 geile Transfers aus dem Hut. Die Transfers waren gut im Sommer, aber die hätte ich dir ausscouten können mit seinem Team. Und ja, Markus Aretz, Marketing, Kommunikation, das mag ich nicht beurteilen. Grundsätzlich bleibe ich dabei, mir fehlt da die sportliche Kompetenz. Das sage ich auch schon seit Kanaleröffnung. Im Präsidium sollten Stellen nachbesetzt werden mit dem Prädikat sportliche Kompetenz. Das ist keine Aussage von mir, sondern eine Aussage von Borussia. Da hört man und sieht man nichts. Grundsätzlich, wie gesagt, Stefan Stegemann, wenn du ein Milliardenunternehmen leiten kannst, kannst du auch Borussia Mönchengladbach leiten. Ist natürlich nochmal was anderes, ob du ein Unternehmen leitest oder im Endeffekt einen Fußballverein, ist ja auch ein Unternehmen, klar. Aber da sitzen noch ganz andere Prioritäten. Ja, und was mir halt fehlt im Statement, komplett fehlt, und das ist so für mich das Entscheidende, wenn ich Geschäftsführer bin und fange bei einem Verein an, und er beschreibt ja die Ziele hier unten. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat, ich habe Borussia als großen emotionalen Verein kennengelernt, bababam, freut sich auf seine Aufgaben, Zusammenarbeit mit Partnern hier und da, Herausforderungen der Zukunft. Aber wo will er hin? Wo will er mit unserer Borussia hin? Keine Ahnung. Also willst du Platz 13, 15, alles gegen den Abstieg, willst du langfristig zu einem modernen Verein werden, Kooperation mit dem und dir, Champions League angreifen, Europa, nichts gehört. Und das gehört doch zum Geschäftsführer dazu. Wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Oder Fußballverein in dem Sinne. Und das hat mir gefehlt. Und das ist der Borussia-Weg. Also machen wir uns nichts vor. Stefan Stegemann ist die Personalie Borussia-Weg. Das ist das, was wir seit 3, 4 Jahren sehen bei unserer Borussia. Viele Personalien, die erwartbar sind, die im Borussia-Kosmos sind. Und ich hätte mir mal diesen Ausbruch gewünscht aus dem Borussia-Kosmos. Den wird es nicht geben. Warten wir ab, ob es gut geht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Vertrag von Don Rollo läuft nächstes Jahr aus. Stefan Stegemann kennt Rollo. Wird der Vertrag jetzt verlängert von Roland Wirkus? Das wird sich wahrscheinlich auch erst entscheiden, wie es nach der Hinrunde aussieht, ob man da wieder 30, 40 Gegentore bekommen hat und es düster aussieht oder ob wir jetzt den Turnaround am Wochenende schaffen. Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt drauf und machen wir weiter. Und ja, ganz, ganz bitter für Jonas Omlin. Kam zu unserer Borussia, spielt eine
sehr gute Rückrunde, wo er zu uns gekommen ist, mit David verantwortlich, dass wir noch halbwegs stabil gewesen sind, verletzt sich dann schwer, kommt zurück mit einigen Böcken, letztes Jahr in der Rückrunde, jetzt in der Hinrunde, verletzt sich jetzt wieder, fällt bis auf Weiteres aus, Sehnenverletzung im Unterschenkel, schwierige Verletzung, kann lange dauern, Nicolas kommt jetzt zurück und ich glaube, wenn Nicolas jetzt mit dafür sorgt, dass wir einen Turnaround schaffen sportlich, kannst du Omli nicht wieder ins Tor stellen in dieser Saison. Klar, Nicolas muss auch erstmal beweisen, dass er an seine Form anknüpfen kann und noch eine Schippe drauflegen kann. Und dann gucken wir mal, wann Omli dann wirklich zurückkommt. Bis auf Weiteres sagt nichts, Sehnenverletzung im Unterschenkel. Klingt jetzt für mich nicht so nach einem Kreuzbandriss, dass du da 6 Monate ausfällst. Aber warten wir mal ab. Ja, und wir haben ein Sorgenkind, auf dem viel rumgeritten wurde, Nathorn Gumu. Seoane steht weiterhin zu ihm, hat natürlich eine sehr, sehr schwache Leistung in Stuttgart gezeigt, sowohl in der Ballbehandlung, in der Ballweiterleitung, im Mentalen, im Kopf, auf dem Platz, wusste nicht so wirklich, wo er hinläuft. Und das waren halt viele Defizite. Seoane sagt aber, er trainiert überragend, anders hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, sucht die 1-gegen-1-Duelle und das ist eigentlich, wo ich sie in Gumu sehe, im 1-gegen-1, das brauchen wir schon, ein Spieler, der auch mal so eine 1-gegen-1-Situation auflösen kann. Aber die Schwächen und Defizite bei Gumu waren halt so krass, deswegen glaube ich, würde ich da ein Fragezeichen hinsetzen und vielleicht kriegt er ja einen Einsatz gegen Frankfurt, warten wir es mal ab, viele werden dem widersprechen, aber ja, wenn Honorar ausfallen sollte, glaube ich, werden wir Gumu wieder in der Startelf sehen. Nicht wieder, hat er gegen Stuttgart nicht in der Startelf gespielt, kam erst nach der Player-Einwechslung rein und Nico Elvedi hat sich auch nochmal geäußert, der für mich bis jetzt mit Itakura in der Innenverteidigung bockstark spielt in dieser Saison, auch wenn wir schon wieder 6 Gegentore gefangen haben, aber Elvedi und Itakura hat es im größten Teil nicht gelegen, hat nochmal gesagt, er hat sich 100% auf Borussia im Sommer fokussiert, klar hört er sich nach 7 Jahren mal was an, war nichts Interessantes dabei, Nico bleibt. Und damit ist das Buch sowieso geschlossen, weil der Transfermarkt zu ist. Und ich hoffe einfach, dass Nico mit dafür sorgen kann, dass wir einfach endlich mal eine stabile Defensive bekommen, weil es echt, ja, es zerrt an den Nerven. Die vielen Gegentore zerren wirklich an meinen Nerven. Und das sehen wir jedes Wochenende. Ich will einfach nur mal, dass auch ein Tor zum Sieg reicht. Einfach ein 1-0 in Frankfurt, ab nach Hause fahren. Auch wenn wir scheiße gespielt haben, gut. So, das wäre einfach mal mein Wunsch. Dreckiges 1-0 Auswärtssieg. Auf jeden Fall, gute News. Player meldet sich zurück im Training, der krank war. Genauso wie Tim Kleindienst bei Honorar. Wird es wohl sehr, sehr schwierig, dass er spielt. Wird von Tag zu Tag entschieden, beziehungsweise muss ja heute entschieden werden, weil es geht nach Frankfurt. Ja, und mit Frankfurt machen wir uns nichts vor. Die linke Seite mit Theate, Nkunku und Chaibi, Mamouche, Etikete, viel, viel individuelle Qualität. Tuta, ein geiler Innenverteidiger, den feiere ich brutal. Skiri Larsen, aus meiner Sicht eine komplett runde Mannschaft. Augenmerk gilt im Tor. Santos, Jugendkeeper, hat im letzten Spiel jetzt auch keine überragende Partie gemacht, ein paar Unsicherheiten schon drin gehabt. Den gilt es auf jeden Fall zu prüfen. Und wir werden kaltschnäuzig sein vom Tor. Und bei dem, was da an Programm auf uns zukommt auf der Abwehr, müssen natürlich unsere gesamte Verteidigung einen Sahnetag haben. Ja, die Ausstellung ist jetzt die Frage. In der Defensive hast du eigentlich keine Option. Du kannst Luca Netz nach so einem Spiel theoretisch keine Pause geben, weil Ulrich ist beim Premier League International Cup, den wir 3-0 übrigens gegen Sunderland gewonnen haben, starke Leistung. Und du hast theoretisch, wenn du das System nicht umstellen willst auf Dreierkette, wenn du sagst Itakura, Elvedi, Kiarodia oder Friedrich und spielst dann mit Schienenspielern, keine Ahnung, Hack, Player, Honorar, kannst du Luka Netz keine Pause geben und dann wird die gleiche Viererkette wieder so spielen, weil du es nicht geschafft hast, Alternativen zu schaffen und in der Innenverteidigung umzustellen, sehe ich keinen Grund, weil beide einen guten Job gemacht haben. Weigel, Sander, ich würde mir schon manchmal wünschen, dass Rocco Reitz wieder in die Startelf rückt, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Sander rausrotiert und Reitz spielt. Stöger sollte Honorar nicht spielen können. Boah, ist schwierig. Ich glaube, du musst Gumu auf rechts die Chance geben, auch wenn es sehr, sehr schwach war. Kannst dir auch überlegen, oder ziehst Player rüber, aber der ist ja auch eigentlich nicht seine Position, stellst Hack hin. Muss man mal überlegen, wenn Player ausfällt, natürlich Hack erste Option und dann Kleindienst vorne drin. Dass es ganz, ganz schwierig wird gegen Eintracht Frankfurt, müssen wir uns nichts vormachen, definitiv nicht. Ja, und die Ausgangslage ist natürlich klar, wir haben 3 Punkte gesammelt. Ich würde auch sagen, wir haben unser
Minimalziel erreicht. Sieg in Bochum gegen Stuttgart und Leverkusen wären mehr oder weniger Extrapunkte gewesen. Weiterkommen im Pokal. Aber natürlich solltest du in Frankfurt verlieren, stehst du gegen Union und gegen Augsburg schon wieder so maximal unter Druck. Du musst dann eigentlich vor der Länderspielpause die zwei Spiele zumindest 4 Punkte holen, wenn du das Spiel verlieren solltest, was wir aber nicht tun werden. 2-4. 2-4 für Borussia Mönchengladbach. Wir werden Torfestival erleben. Das ist mein Tipp. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich glaube, auf meinem anderen Kanal, wenn ich ehrlich bin, habe ich 1-1 getippt. Ich finde das auch realistisch. Also, da müssen wir schon einen guten Tag haben. Einen überragenden, dann gewinnen wir das. Aber einen guten Tag können wir in Frankfurt, glaube ich, einen Punkt holen. Wenn wir einen schlechten Tag haben, dann nicht. Wenn wir einen überragenden Tag haben, gewinnen wir. Ich gehe mit einem 1-1. Ich glaube, ein bisschen Understatement tut auch mir manchmal gut. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Macht's gut und hoffentlich ein Dreier für unsere Borussia. Ciao. Wir sind Borussia. Die Rote ist, was hier zählt. Das kann